Moin Moin, liebe Freunde vom HSV und von Neuen Volkspark. Der Community Talk ist wieder da und ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich so sehr darüber, dass ihr mir so viele Fragen geschickt habt. Ich musste tatsächlich eine kleine Vorauswahl treffen, weil natürlich auch klar war, dass es sehr viele, sehr ähnliche Fragen geben würde. Das ist eigentlich immer so, aber ist natürlich gerade in so Zeiten wie jetzt, wo sonst nicht so viel los ist, nochmal ein bisschen auffälliger. Mario Vuskovic alleine. Ich glaube, der wurde hier mit Abstand am meisten gefragt oder nach ihm wurde mit Abstand am meisten gefragt. Deswegen habe ich das schon mal ein wenig vorsortiert und gehe einfach mal drauf los und fange an mit der ersten Frage, die kommt von Sascha KHF. Wird sich der Blog in Zukunft verändern? Er verändert sich immer, das ist klar. Er verändert sich natürlich in seiner Struktur alleine durch die Zunahme von unserem Praktikanten Johnny, der meiner Meinung nach einen wirklich richtig guten Job macht mit den Trainingsvideos. Er wird auch im neuen Jahr dabei sein. Er wird dort weiter seine Trainingsvideos reinstellen. Wir werden mal gucken, ob wir das dann vielleicht in so eine Art Summary am Ende der Woche nochmal machen, ob wir da das Format nochmal ein wenig angleichen. Aber auf jeden Fall wird es da das ein oder andere natürlich immer wieder geben. Ansonsten ist der Blog an sich natürlich mit dem tagesaktuellen Geschehen, ist er eigentlich so, wie er in den letzten Jahren auch war. So wird er auch in Zukunft bleiben. Drumherum kann man immer wieder mal was Nettes drapieren und das werden wir mit Sicherheit auch in der Zukunft machen. Stichwort Auswärtscouch zum Beispiel. Jan.Vrede fragt, Haier oder David ins Zentrum, falls sich die Causa Vuskovic für uns negativ bestätigt? Haier oder David ins Zentrum, also ins Zentrum dann in diesem Fall, wenn man danach fragen würde, würde ich sagen David natürlich, weil ich Moritz Haier noch auf der Außenbahn sehe. Als Rechtsverteidiger hat der HSV da keine große Wahl. Mikel Onsis ist einfach noch nicht so weit. Das, glaube ich, wurde deutlich und das hat der Trainer dann auch mit seinen Aufstellungen nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass er selbst auch noch nicht so an ihn glaubt. Da muss man gucken, wie schnell sich Mikel Onsis hier einlebt. Sollte er, wieder erwarten, in der Winterpause nochmal einen Riesenschritt machen, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, dann wäre ich bei Mikel Onsis und dann könnte man überlegen, ob man Haier ins Zentrum zieht. Aber ich glaube grundsätzlich, und da greife ich hier schon eine oder andere Frage vor, muss der HSV auf der Innenverteidigerposition noch einmal schauen, was der Markt aktuell da so hergibt. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass Mario doch unschuldig ist, fragt J.Moritz. Ja, also natürlich gilt er als unschuldig, solange man jetzt die B-Probe noch nicht ausgewertet hat. Aber die A-Probe war ja schon positiv, das heißt der Dopingbefund war positiv. Die Wahrscheinlichkeit ist da, das sagen zumindest die Experten, und ich bin kein Doping-Experte, aber ich vertraue einfach mal auf die Meinung der entsprechenden Doping-Experten, die sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Probe richtig ist und dass sich das dann in der B-Probe auch bestätigt, bei 99,9% liegt. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Daumen drücken, dass es doch irgendwie dazu kommt. Vor allem für ihn als Spieler ist es natürlich eine ganz harte Geschichte, in so jungen Jahren dann schon eine so lange Sperre, es drohen ja 2 bis 4 Jahre Minimum, die er dann aussetzen müsste, sofern sich das Epo-Doping bei ihm bestätigt. Das ist natürlich hammerhart für so einen jungen Spieler, der gerade auf dem Sprung war, wirklich sich als Profi nicht nur beim HSV, sondern auch international die Einnahmen zu machen. Stichwort Nationalmannschaft. Er war im Kader, im vorübergehenden Kader und am Ende hat er es dann leider nicht zur WM geschafft, wäre aber natürlich jetzt gesperrt gewesen, vorläufig. Wann wird endlich entschieden, ob Bolt und Walter verlängert werden oder nicht, fragt Matze 30. Ja, das soll sehr zeitnah passieren. Es gibt da verschiedene Darstellungen, woran es liegt, dass es noch nicht passiert ist. Ich habe euch ja auch geschrieben, dass es da schon einmal so ein kleines Vorfühlen gab in Richtung Tim Walter, ob er sich vorstellen könnte, so einen sehr leistungsbezogenen Vertrag zu unterschreiben. Dem hatte der Berater von Tim Walter dann eine Abfuhr erteilt. Allerdings war es auch noch keine richtige Vertragsverhandlung, also kein echter Vertragsvorschlag, sondern nur eine Idee und man hat sich ausgetauscht. Jetzt ist man ein Stück weiter mit Jonas Bolt. Jonas Bolt soll seinen Vertrag verlängern beim HSV. Das scheint ziemlich wahrscheinlich zu sein oder scheint fast schon festzustehen. Aber ihr wisst ja auch, im Aufsichtsrat tut sich aktuell noch ein bisschen was, also die sind mit anderen Dingen beschäftigt. Leider und mal wieder, und deswegen kann ich euch noch nicht genau sagen, wann es passiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl Jonas Bolt als auch Tim Walter letztlich ihre Verträge beim HSV verlängern und das hoffentlich dann noch in diesem Jahr, weil man dann einfach mit einer gewissen Ruhe und Sortiertheit ins neue Jahr gehen kann. Das halte ich schon für sehr sinnvoll. Es muss auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen werden. Matthias.Bellamy fragt Max Kruse. Oha,
Max Kruse, eine Alternative zu Glatze? Fragezeichen. Das wäre eine sehr gute Alternative, sportlich betrachtet, aber finanziell natürlich gar nicht darstellbar. Ich habe mir mal so ein bisschen erzählen lassen, was er in Wolfsburg aktuell verdient haben soll. Also dafür bekommt man 5 Glatze jetzt ungefähr. Das wird nicht funktionieren. Also Max Kruse zum HSV halte ich für nahezu ausgeschlossen. Es sei denn, Max Kruse verzichtet auf sehr, sehr viel Geld von dem, was er sonst bekommen hat. Lieber einen Abwehrspieler kaufen oder leihen? Ich bin dafür, einen zu leihen aus der ersten Liga. Da sind bestimmt einige dabei, sagt 07 Markus 07. Ich glaube, dass der HSV genau das machen wird oder versuchen wird, dass man sich halt in der ersten Liga bei den Spielern umschaut, die zuletzt nicht so viel zum Einsatz gekommen sind, die unzufrieden sind, die Spielpraxis brauchen. Man selbst wird jetzt im Winter mit Sicherheit keine großen Ausgaben tätigen können. Man hat die Stadionsanierung, damit greife ich auch schon wieder eine Frage vor, aber man hat noch die Stadionsanierung noch vor sich. Also es gibt da eine ganze Menge Gründe, weswegen es Sinn macht, ein Spieler zu leihen, und ist eigentlich ziemlich ausgeschlossen erscheint, dass man hier einen Spieler kaufen kann. Mario Vuskovic, wie gesagt, ist ja auch noch Kapital, das man eingeplant hatte. Man hatte ihn als Wert beim HSV natürlich auch in der Bilanz. Man hat gehofft, dass man ihn eventuell dann nach der Saison sehr teuer und gewinnbringend verkaufen kann. Deswegen hatte man 3 Millionen oder 3,5 Millionen investiert jetzt im Sommer, und das Geld scheint ja zumindest vorläufig erstmal nicht besonders gut angelegt zu sein. Also wie gesagt, auf Holz geklopft, hoffen wir, dass Mario Vuskovic, dass da noch ein kleines Wunder geschieht und sich das ganze Thema Epo bei ihm als falsch erweist. Aber die Wahrscheinlichkeit hatte ich ja eben schon, tendiert gen Null. Und deswegen rechne ich ehrlich gesagt auch nicht damit. Aber wie gesagt, so lange unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. DauTV fragte, wie geht es mit Jansen weiter wegen Kühne? Ja, interessante Geschichte. Marcel Jansen ist ja bei Klaus-Michael Kühne so ein bisschen in Ungnade gefallen, aus verschiedenen Gründen. Jetzt spielt man sich eigentlich immer gegenseitig aus. Man versucht, ein bisschen Stimmung gegeneinander zu machen. Der eine lehnt das Angebot von Klaus-Michael Kühne ab, was ich ehrlich gesagt auch getan hätte. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Klaus-Michael Kühne, der sich das alles nicht gefallen lassen will. Und der aus Marcel Jansen, den er ja seinerzeit als den perfekten Mann für diesen Job erachtet hatte und mit dem er ganz toll zusammengearbeitet hat, der ist für ihn persönlich plötzlich persona non grata, hat überhaupt keinen Wert mehr und kann gar nichts. Also ja, man muss wissen beim HSV, worauf man sich hier einlässt. Man hat mit Klaus-Michael Kühne jemanden dabei. Da muss man eigentlich wissen, welche Wucht der aufbringen kann, wenn er Dinge durchsetzen möchte. Aktuell merkt man es mal wieder, und ich bin gespannt, wie der Verein sich da entscheidet. Es ist insgesamt intern sehr, sehr gespalten. Das muss man sagen, alleine im Präsidium ist es gespalten. Heute sitzen die Herren zusammen und besprechen sich. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Wir werden euch natürlich dann im Laufe der Woche auch im Blog darüber berichten und dann wahrscheinlich auch hören, wie es mit Klaus-Michael Kühne weitergeht. Weiter geht's hier mit Paul.kh7. Wie viele Wintertransfers sind deiner Meinung nach realistisch? Ich antworte mal andersrum. Für notwendig erachte ich also mindestens 2. Und zwar sehe ich die rechte Außenverteidigerposition noch als einen wichtigen Punkt, wo der HSV sich noch einmal verstärken muss, und natürlich die Innenverteidigerposition. Das Glatzel-Backup steht auch ganz weit vorn in der Liste, aber dann auf meiner Liste steht es tatsächlich erst an dritter Position, also hinter diesen beiden Personalien, die sich natürlich jetzt durch Mario Vuskovic überhaupt erst überraschend ergeben haben. Eigentlich war diese Personalie-Innenverteidigung ja keine mehr. Jetzt ist es wieder, und deswegen glaube ich, dass 2 Transfers sehr realistisch sind und dass der HSV diese 2 auch machen muss. Wenn er gut arbeitet und auch finanziell dann dementsprechend die Möglichkeiten dafür hat, dann sind auch 3 Transfers absolut sinnvoll, und dann halt, wie gesagt, mit einem Backup für Robert Glatzel ganz vorn. Was haben wir hier? Ach ja, genau. Tomek 091887 sagt, wann herrscht Klarheit im Fall Vuskovic? Vuskovic, die B-Probe soll jetzt Anfang Dezember geöffnet werden und dann ausgewertet werden. Wie lange diese Auswertung dauert, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich tippe aber mal, dass es dann noch 1-2 Wochen dauern wird, bis da die B-Probe auch ein Ergebnis liefert. Und dann wird nach der B-Probe das Ergebnis feststehen. Dann werden wir wissen, ob Mario Vuskovic wieder spielen kann oder ob es dann tatsächlich so ist, wie es sich in der A-Probe dargestellt hat, und dass er dann dementsprechend mit einer jahrelangen Sperre rechnen muss. Warten wir es ab. Christoph, hallo, jetzt kommen wir zu den E-Mail-Fragen. Hat einige Fragen, aber einen davon nehme ich mir mal raus. An Frage Nummer 4. Und zwar, weiß man schon, wer für den neuen Aufsichtsrat zur Wahl gestellt werden soll?
Es gibt Kandidaten, es gibt da den Haupt- oder den Sponsor, den Hanse-Merkur-Chef, der soll Bus hat, der soll ein Kandidat sein für den HSV-Aufsichtsrat. Der ist allerdings intern noch sehr kritisch gesehen. Da scheint es Widerstand zu geben, auch innerhalb des Präsidiums diesen dann als Kandidaten vorzuschlagen. Relativ klar scheint, dass der Blockhaus-Chef von Bülow und dass der ehemalige Capo Könicke, dass die beiden vorgeschlagen werden als neue Aufsichtsräte. Allerdings, wie gesagt, gestaltet sich ja jetzt auch der Aufsichtsrat nochmal ein wenig neu. Und da muss man dann gucken, was passiert, ob der am Ende von Marcel Janssen angestrebte Wechsel von Hans-Walter Peters zum Beispiel, ob der überhaupt durchgesetzt werden kann am Ende, auch im Präsidium, was heißt auch im Präsidium, vor allem natürlich im Präsidium, denn dort muss man vorschlagen am Ende, wer bleiben und wer gehen soll. Michael Papenfuß ist hier offensichtlich das Zünglein an der Waage. Bernd Wehmeyer ist dafür, den kühne Vertrauten Hans-Walter Peters zu behalten. Marcel Janssen möchte ihn nicht dabei behalten. Und übrigens, dabei geht es gar nicht allein darum, dass Hans-Walter Peters ein Vertrauter von Kühne ist, sondern es soll vor allem darum gehen, das wurde mir jetzt mehrfach bestätigt, dass Hans-Walter Peters die Informationen aus dem Aufsichtsrat immer wieder durchgesteckt hat an die Medien, dass man von ihm einfach keine loyale Mitarbeit erwarten kann, zumindest von Seiten seiner Gegner wird das so kommuniziert. Andersrum wird natürlich behauptet, dass er immer noch ein Kühne Vertrauter sei und deswegen allein den Aufsichtsrat verlassen soll. Ich will mir da gar kein abschließendes Urteil erlauben, aber es ist das typische HSV-Problem, dass sich hier wieder Oppositionen bilden. Diese Opposition, das hatten wir auch in einem Blog vor einigen Tagen, die wird es immer geben, egal wer am Ende ganz oben steht beim HSV, im Verein und auch im Aufsichtsrat, genauso im Vorstand. Der HSV hat einfach diesen Selbstzerstörungsdrang, der leider durch die Struktur noch begünstigt ist und dementsprechend natürlich dann auch immer wieder durchkommt. Aktuell bewegen wir uns gerade wieder auf diesem Feld. Mario Thomas fragt: Wie kann es sein, dass bei einer eingespielten Mannschaft die fast identische erste Elf zum Vorjahr, Klammer zu, viele Abläufe schwer bzw. nicht funktionieren? Ah, das ist eine gute Frage, aber ich sehe das gar nicht so kritisch wie du. Also, ich glaube, dass viele Abläufe schon funktionieren. Ich glaube nur einfach, und das hatten wir ja auch im Laufe der Hinserie immer wieder, dass der HSV halt nur diesen einen Weg hat, diesen Weg nach vorn, diesen Weg über den Ballbesitz, diesen Weg über das Pressing, über das offensive Spiel. Das ist das, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Geschichte. Ansonsten sehe ich dort eigentlich eine Weiterentwicklung, was den Weiterfußball an sich betrifft. Ich finde schon, dass der in dieser Saison stabiler ist, dass der HSV sich hier auch trotz der kleinen Schwächephase zwischendurch, dass er sich da eigentlich recht gut gefangen hat. Lange Zeit hatte man die stabilste und beste Defensive. Da muss man natürlich wieder hinkommen. Aber wie gesagt, da gab es auch Ausfälle zu verkraften, die der HSV einfach nicht verkraften konnte. Jetzt muss man gucken. Mario Vuškovic weg, das ist natürlich eine erhebliche Schwächung. Jonas Davi zuletzt als Ersatz für den Kroaten neben Schonlau war sehr in Ordnung. Aber ob das dann über eine ganze Saison oder eine ganze Rückrunde zumindest auch so konserviert werden kann, das ist zumindest fraglich angesichts der Leistung, die auch Jonas David natürlich vorgezeigt hat. Der braucht die Führung von Schonlau. Wenn Schonlau dann mal nicht so performt oder vielleicht auch nochmal gesperrt oder verletzt ist, dann wird es natürlich schon wieder sehr eng. Und deswegen bin ich mir sicher, dass der HSV in der Defensive noch etwas machen muss. So, weiter geht's mit Topic HSV. Punkt, Unterstrich. Ist es möglich, Wolfgang Stephan weiter am Blog zu beteiligen? Möglich, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es eine tolle Sache wäre, weil ich Wolfgang Stephan sehr schätze. Ist ein toller Kollege, hat sehr viel Ahnung, ist beim HSV seit vielen, 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 vielen Jahren schon dabei. Und ja, er wäre eine super tolle Ergänzung, aber der hat auch genug zu tun, das weiß ich. Aktuell ist er bei der WM in Katar, schickt uns von dort immer wieder Videos. Aber ihn bei uns irgendwie mehr mit einzubinden, wäre toll. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, weil er einfach zu viel zu tun hat. Aber die Idee, Mario, ist eine gute. Das finde ich schon mal ganz sicher so. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Und zwar fragt hier Michael unterstrich Thomas Scholle: Wie geht es bis zum Wiederbeginn nee, Entschuldigung. Scholle, wie geht es bis zum Beginn der Rückrunde im Block weiter?
Ja, hier wird es natürlich mit der WM erstmal nochmal weitergehen. Wir haben noch ein paar Spiele bei der WM hoffentlich vor uns, auch deutsche Spiele. Wir haben vor allem Wolfgang Stephan vor Ort, der uns mit tollen Berichten, wie ich finde, bislang immer wieder das Ganze ein bisschen näher bringt, der uns ein wenig mit nach Katar genommen hat, auch mal abseits des Platzes, nicht allein was den Fußball betrifft. Wir werden im Verlaufe des Dezembers, zumindest zwischen den Feiertagen, werden wir dann nochmal ein bisschen statistisch werden. Wir werden nochmal gucken, dass wir da die Zahlen des HSV aus der Hinrunde noch einmal ein bisschen aufarbeiten. Wir werden ein paar Tage natürlich dann auch frei machen. Das gehört dazu bei den Feiertagen. Da möchte die Familie dann auch dabei sein dürfen oder den Papa auch mit dabei haben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, werden wir im neuen Jahr dann mit dem ein oder anderen neuen Modul wieder auftreten oder halt auch mit Modulen, die wir vorher schon hatten, die aber jetzt lange ausgesetzt haben. Den Community Talk zum Beispiel, das kann ich euch jetzt schon sagen, den wird es kommende Woche wieder geben und von daher fragt gerne wieder, was ihr wissen wollt. Wir werden die Fragen dann hier im nächsten Community Talk mit besprechen. Bis dahin wird aber noch eine ganze Menge passieren, da bin ich mir ziemlich sicher, einige Entscheidungen scheinen jetzt auf der letzten Rille zu sein beim HSV. Da wird was passieren. Ja, warten wir es ab. Ich melde mich natürlich wieder bei euch, wenn sich beim HSV etwas Neues ergeben hat. Bis dahin erst einmal einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wann auch immer ihr das hier guckt, ist natürlich unterschiedlich. Aber vor allem, und das gilt für alle und immer, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.